Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 4.3 Killing Harmony. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Man hat schon gehört, dass jemand da ist. Ja, wie immer. Nee. Ich suche das jetzt. Ich lasse das jetzt als Outtake drin. Wo war's denn? Ich find's nicht. War's da? Nee. Ich könnte dich spoilern wegen allen möglichen. Waren's die Artworks? Keine Sorge. Ich sauf nebenher. Und keine Sorge, ist nur Wasser. Alk. Du musst dich jetzt schon besaufen nach einer Minute, weil du es nicht mehr aushältst. Ich muss mehr trinken. Ich hatte letztes Mal eine richtig miese Blasenentzündung. Oh. Ja, da hatte ich mich auf was Nasses gesetzt und auf einmal wundere ich mich, wieso muss ich alle 2 Minuten auf Klo rennen, ey. Da war ich echt auch so ein Held, ey. Oh. Dann war es eh eine leichte Aber das war nicht das Ein. Ich hatte meine Blasenentzündung, dann musste ich ins Krankenhaus. Oh. Ja gut, bei mir war zum Glück alle 3 Minuten, alle 2 Minuten, manchmal auch mehrfach hintereinander. Also ich spoiler dir jetzt alles aus Versehen, weil ich was ganz Bestimmtes suche. Wahrscheinlich ist es eh ganz oben. Wobei die ganzen... Da war's. So. Jetzt kann ich den Part offiziell beginnen. Bleibt aber trotzdem drin. Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Mit Dai, wie man schon gehört hat. Ja, ich hab dir immer ganz kurz das Wort abgeschnitten. Ist mir egal. Ich habe... lass mich raten. Will ich nicht. Ich muss... Moment, ich muss laden. Ja. So, Load Game. Das letzte Mal habe ich mit Final aufgenommen. Das war hier. Nee, war es nicht. Das war hier, glaube ich. Dann habe ich hier privat aufgenommen und ich habe heute auch aufgenommen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Erstmal um 10 Uhr, da war ich schon am Pennen. Erstmal. Das war. Lag ich noch im. Das war tagsüber. So. Eventgalerie. Ne, hier war es nicht. Boah, jetzt hätte ich fast irgendeine Scheiße gespoilert. Das da ist es. Wolf ganz konzentriert. Ich darf dich nicht zu viel spoilern. Da! Kaedes Nagelstudio. Ich habe extra zweimal jetzt das Spiel neu begonnen, damit ich dieses Event hier freischalten kann, weil das erste Mal habe ich es verkackt, das zweite Mal habe ich es jetzt freigeschalten und ja, ich habe das ganze Event geskippt, habe weggeguckt, ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also los geht's zu Mugi. Also es geht irgendwie um Nagelstudio oder so. Warum bist du so begeistert? Tut mir leid, ich bin so begeistert. Also ich bin so, ja, aufgeregt. Also ich habe mir zuvor noch nie die Nägel gemacht. Ja. Okay. Da hab ich mal Kaede was voraus, weil ich habe mir in gewisser Weise schon die Nägel machen müssen. Als Versuchsobjekt. Mehrfach. Also... Ich bisher auch noch nie. Ich bin, was Nägel machen angeht, auch so eine Jungfrau. Geil, ich bin der weiblichste hier. Oh. Ich bin der weiblichste. Soll nichts Bösartiges sein. Übrigens, ich hab's in Donkey Kong Country 3 auch schon gesagt. Und weil ich das, was ich da gesagt habe, ja zu dem Spiel hier eigentlich gehören sollte, sage ich sie auch nochmal. Weißt du, was der Name Kaede bedeutet? Ahornblatt war es doch. Ich hab's dir schon gesagt, oder? Oder? Ja. Ja, was heißt die wortwörtliche Bedeutung?
Das habe ich vergessen. Ich habe nur das mit dem Ahornblatt in Erinnerung gehabt. Ja, die wortwörtliche Bedeutung ist wunderschönes Ahornblatt. Der Name Kaede steht außerdem auch für Respekt. Er steht für, ich glaube, Arbeitsfleiß und für noch was. Und den Namen Kaede, logischerweise ist er ein japanischer Name, aber den gibt es auch im Lateinischen. Da heißt er nämlich Kaedus. Und da bedeutet er was ganz anderes. Und das habe ich dir noch nicht gesagt, oder? Nee, ich glaube noch nicht. Rate mal. Es ist leider... Okay, ich bin gerade nochmal... Es ist leider etwas, das zu Kaede passt. Mehr oder weniger. Mit dem Klavierspielen hat es diesmal nicht zu tun, oder? Nicht in dieser Form. Nicht in der Form. Warte, was macht sie denn sonst so? Es hat schon was mit einem Klavier zu tun. Und es hat auch was mit Kaede zu tun. Und es ist was, was mir nicht gefällt. Also kannst du dir schon denken, worauf ich anspiele. Und jetzt darfst du raten, was Kaedus bedeutet. Der Walzer. Nein, ist nicht so was Schönes. Nein. Nein? Nein. Viel direkter. Musik, ich werde sie nie wieder in meinem Leben loswerden, das sehe ich jetzt schon. Ja, bei mir ist das die Mondscheinsonate, da hat das auch einen Grund. Okay, ich glaube, es ist zu viel verlangt, dich raten zu lassen. Ich werde dir sagen, was der Name Kaedus bedeutet. Er hat nämlich zwei Bedeutungen. Die erste ist Blutbad. Die zweite ist Ermordung. Ah! Oh ja, toll. Geil. Ja, schön. Das ist schwarzer Humor auf ganz anderen Level eigentlich. Also es gibt ja bestimmte Spiele, da kann man sagen, die haben mein Leben verändert. So wie zum Beispiel Halo, weil wenn ich mir die Soundtracks gewisser Spiele anhöre, ändert das schon mein Leben. Und Danganronpa gehört definitiv dazu. Zu den Spielen oder Spielereien, die mein Leben geändert haben. Vielmehr das Mädel da rechts. Und die ist jetzt irgendwie dafür verantwortlich, dass ich Blondinen mag. Eigentlich stehe ich mehr auf Brünette, aber irgendwie... Naja. Jetzt kommen die Blonden auch schon dabei. Wer kommt dabei? Jetzt kommen die Blonden auch schon dabei. Naja, an sich ist es mir egal, wie eine Frau aussieht, aber... Ja... Naja, so vom Frauentyp, sagen wir mal so. Ja. Ich habe ja bei Männern ja eigentlich auch irgendwie einen bestimmten Typ. Immer langhaarig und so, dass ich was. Immer weiße Haare, immer mit einem Meter lang Schwert rumrennen und auch Sephiroth heißen. Oder ein Jin aus Detektiv Conan sein, der einfach alles um jeden killt. Das geht auch. Oder Jin Kazama, der jetzt leider auf dem zweiten Platz gerutscht ist. Übrigens, was dich vielleicht freuen wird, weil Steam ja bei mir nächstes Jahr nicht mehr geht und das total beschissen ist und ich deswegen die Steam-Entwickler dafür killen könnte, bin ich dazu mehr oder weniger gezwungen, zwei Spiele vorzuziehen, die ich eigentlich später machen wollte. Nämlich waren das auch zwei Spiele, die ich als Geschenk bekommen habe. Das eine ist Hyperdimension Neptunia, was ich von Force bekommen habe vor ewige Zeiten. Habe ich übrigens auch schon aufgenommen, ich glaube 4 oder 5 Folgen. Und das andere wird dich wahrscheinlich interessieren. Das habe ich nämlich von Steve als Geschenk bekommen. Es ist Final Fantasy 8. Obwohl mich interessiert eigentlich nur der 7. Teil. Ja. Naja, ich bin sowieso mega in Aufnahmelaune. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also, ey, als ob mir Kaede eine Rakete umgeschnallt hätte. Ja, ist wahr! Ich weiß. Vor allen Dingen, von mir hast du ja auch Dreadout gekriegt. Das sind 3 Spiele nochmal dabei. Ja. Ne? Kacke. Ja. Jetzt kommt das wieder. Hast du die erste Folge schon gesehen? Ja, ein Teil davon. Ich hab's jetzt nicht komplett gesehen. Ja. Aber einen Teil habe ich gesehen. Ja, die zweite kommt dieses Wochenende. Und die dritte muss ich jetzt noch aufnehmen. Scheiße. Naja. Ja, es gibt nämlich erst Dreadout. Es gibt erst Dreadout, dann gibt es Keepers of the Dark. Nein, und dann das will ich alles nicht machen. Teil. Nee. Bleibt alles weg. Aber dafür machst du das hier. Wie gesagt. Du machst das Spiel hier. Haha. Sonst würde ich Dreadout niemals machen. Wenn ich irgendwann dazu komme, auf jeden Fall.
ich muss nämlich mir eigentlich normalerweise ein ganz neues Windows noch machen, weil das alles von meinem Ex noch ist. Ich hab Windows 7, was soll ich sagen? Egal, genug off-topic gelabert. Es macht mich... ja, plain. Dieses Wort, ich könnt ihr so... Plain Pressure heißt, Farblo- Druck. Schmucklo- plain heißt schmucklos eigentlich, weil... Das sagt sie jedes Mal, zu jeder Gelegenheit. Ich könnte ihr so einen Knoten in die Haare machen. Oder nee, noch besser. Ich könnte ihr so den Rock hochheben, damit Shuichi alles sieht. Anspielung. Ja, es ist so schmucklos, wenn... Achso, wenn du dich... wenn du das so herbeisiehst, also dich so sehr darauf freust. Warum soll das schmucklos... Egal. Es ist zu mugig, ich versuche nicht, sie zu verstehen. Ich bin nicht so gut im Nägel machen. Also hoffe ich, dass du nicht zu hohe Maßstäbe hast, okay? Moment, warum rede ich eigentlich zu mugig? Ach, scheiß doch drauf. Bist du eben, Kaede, ist wurscht. Ich war einfach querweg durcheinander, ist auch okay. Komm mal mit klar. Du bist die Frau. Habe ich schon gesagt. Bist du eigentlich blond? So ein bisschen, oder? Ich bin eher so ein blond-braun-rötlich-Schimmer-Verschnitt irgendwie, ganz komisch. Blond-braun-rötlich-Schimmer-Verschnitt. Sowas nennt man Bernstein. Aber okay. Also ich habe letztes Mal einen Kollegen gefragt, der hat wirklich gesagt, du hast irgendwie doch so einen Rotschimmer in deinen Haaren drin. Ja. Und alle anderen bezeichnen mich immer als Brünette irgendwie. Aber ich sehe mich als dunkelblond, das ist also ganz komisch. Ich würde es eher als Bernstein bezeichnen, so mehr orange-mäßig. Warum leuchten deine Augen so sehr? Ah. Ich kann fast nichts. Ich kann gerade schlechter lesen wegen der Kamera. Tsumiki fragte mich. Ach so, sie fragte mich, ob ich ihr eine Hand entgegenstreckte und sie begann damit, meine Nägel zu lackieren. Streck mir die Hand entgegen. Ich will dir einen Ring schenken. Ach so, ein Ring. Ja, okay. Das war ein Scherz. Du hast schon richtig übersetzt. Ich habe einfach nur einen Scherz gemacht von wegen Heiratsantrag und so. Okay, Idiot. Okay, was? Wacker. Du wagst es mich zu befinden? Okay. Ja, natürlich. Das war's. Wie ist es? Du bringst mich ganz durcheinander. Ja, ich merke schon. Ja, und Kaede macht wieder dieses... Also dieses Niedlichkeitsgeräusch. Oh mein Gott, so süß. Wie hast du die so hingekriegt? So? Ich habe sie einfach nur mit pinker Verzierung drauf gemalt. Ich glaube, das heißt Verzierung. Warum ist alles an Kaede pink? Eigentlich mag ich pink nicht so sehr, aber wenn das so weitergeht, werde ich pink mögen. Nein. Also dann könnt ihr irgendwann, ne, müsst ihr euch merken, Wolf im pinken Kleid. Wehe. Fast. Nein. Ich würde nie ein Kleid. Okay. Statt Kleid nehmen wir einen Minirock, das geht auch. Am besten noch einen mit Musiknoten drauf. Ja. Ta, Kaides Rock ist aber nicht Blonde pink, Blonde. Ha. Kaides Rock ist violett, glaube ich. Nee, purpur. Keine Ahnung, nee. Violett sogar. Ist mehr blau. Oh Gott. Oder ist es doch violett? Ich habe doch keine Ahnung. Sag mal violett, so. Das ist alles? Gott, ich erkenne meine eigenen Fingernägel nicht mehr. Die sind so süß. It's plain to see. Sie hat es schon wieder gesagt. It's plain to see. Ich will sie nur... Oh, ich weiß ja mittlerweile mehr über sie als du. Das ist das Problem und ich will die nicht spoilern, aber... Ich hasse sie jetzt noch mehr als zuvor. Mit einer Garnitur wie dieser kannst du selbst die schmucklosesten Nägel... Hey now. Nein, sie sind kurz. Und sie sind...
Shaped, nett überzogen? Das meinst du, sie sind, ja, es sind eben nicht so meterlange Fingernägel, sondern sie sind eher einigermaßen gleich lang wie ihre originalen Nägel, damit sie beim Klavierspielen nicht stören. That's right. Oh ja, ich wusste, das sollte in Ordnung sein. Ich wusste gar nicht, dass du deine Nägel fertig bekommst. Die sind so kurz. Ich habe mir irgendwann mal auf der Arbeit so als Spaß überlegt, vielleicht sollte ich mal die ganzen Informationen, die ich über Kaede gesammelt habe, in so eine Art Steckbrief zusammenfassen. Was sie mag, was sie nicht mag, ihre Persönlichkeit und so weiter. Ach ja, richtig. Ich wollte ja noch diese eine Story erzählen, die mir heute passiert ist. Ich sitze erstmal so. Ja, ja. Was ist? Du wolltest gerade noch. Ich fühle mich dann immer so. Ich wollte nur sagen, ich wollte dich eh noch darauf hinweisen. Ja, und zwar, ich sitze erstmal seelenruhig am PC. Weißt du, was auf einmal passiert? Meine Flasche diagonal knallt erstmal schön auf den Tisch. Der Boden komplett nass und alles. Ich hatte Sauglück, dass das wieder nicht die Tastatur erwischt hatte. Mir ist das schon einmal passiert. Da ist es so ein bisschen über die Tastatur gegangen. Und ich habe gedacht, holy shit, was für ein Glück muss ich haben. Du musst es so machen wie ich. So, dass das... Moment, ich mach's mal. Kannst du das hören? Nicht? Ich fahre gerade meine Tastatur ein und aus. Mal... Was? Ja, das geht ja eigentlich auch. Stimmt ja. Aber da müsste man bei mir am Schreibtisch anbauen. Mein Schreibtisch ist uralt. Mich wundert es, dass der noch nicht auseinandergefallen ist. So oft, wie ich da drauf kloppe, aber der hat nicht mal einen Kratzer oder so. Wobei, doch, da ist eine Schramme, aber das ist nicht meine Schuld. Ja, ich nehme an, du hast das schon gelesen. Ja. Jetzt, wo ich daran denke, selbst wenn du eine Pianistin bist, kannst du auch falsche Nägel auf die Finger packen. Oh, unglaublich elegant formuliert, ich weiß. Wenn du nicht Klavier spielst. Apropos, vom Körper ist ja auch das zweithärteste Material die Nägel. Du könntest damit sogar definitiv einen Menschen verletzen. Man kann einen Menschen damit töten. Sogar stark. Das kenne ich alles schon, Detective Conan. Da bist du ein bisschen zu spät dran. Und was ist das härteste Material? Natürlich die Zähne. Und Nagel erstmal klein beißen und so weiter. Ja, das ist alles, ist mir alles bekannt. Dieser... Dummbatz. Die unnötigste Danganronpa-Figur ever. Meiner Meinung nach. Der ist so unnötig. Ich hasse ihn. Aber nicht wegen seiner Persönlichkeit, sondern einfach nur, weil er unnötig ist. Hey, was macht ihr zwei denn da? Hey, Rentaro. Schau mal. Tsumugi hat mir meine Nägel gemacht. Guck sie nicht an! Moment. Achso, zeig sie nicht jemanden, der so flashy ist, so blitzend. Good job. Ich guck mal eben. Muss immer mein Hauswörtchen machen. Ah, scheiße. Auffällig heißt das. So, guck nicht, sie sind auffällig. Ja. Aber sie sind super süß. Ich habe übrigens in diesem Let's Play fast alles mit Kaede gezeigt, was ich zeigen kann. Das Einzige, was ich nicht gezeigt habe, ist dieses Minispiel, dieses Mario Party-ähnliche Brettspiel. Aber wer weiß, wie lange das dauert. Ich habe keine Lust, hier noch 50 Parts zu sitzen. Und das Zweite ist, ich habe nicht die Death Road of Despair geschafft. Allerdings hat Prinzia Inksi geschafft. Und hat danach die Special Cutscene da gezeigt, wo auch Kaede dabei war. Aber ich bin, glaube ich, dafür... Naja, ich könnte es schaffen, aber ich bin dafür zu faul. Sorry. Das heißt, das wird bei mir nicht zu sehen sein.
Aber alles andere mit Kaede habe ich, glaube ich, gezeigt. Nein, sie sind nicht so unglaublich. So etwas... Sie sagt schon wieder, ich könnte sie so... Sie sind so... Aha, geschmacklos. Ja, sind sie auch. Sie sind so schmucklos. So, ja, Basis. normal, mein Gott. Ah, ihr... Lackiert euch eure Nägel, hä? Ich weiß schon, ich kann das übernehmen. Hä? Das kannst du? Aber du bist doch ein Junge. Ich kann's auch. Ja, ich kann sowas. Ich kann auch schminken und ich kann Frisuren machen. Ich kann's nun mal, weil ich hab's gelernt und so weiter, bla bla bla. Und auch wenn es jetzt schon ewig her ist, aber die Basis davon weiß ich noch. Könnte es sein, dass du es für deine Freundin machst? Oder Freundinnen, du... Normi? Normalo? Du Normalo, du? Ja. Du Normalo, du! Was für eine Beleidigung! Nein, nein. Keine Freundin oder sonst irgendwas. Was hat das... Was gebe ich denn für einen Eindruck? Was sie für einen Eindruck von mir hat. Ja, ich denke, du würdest keine haben. Oh, gedisst. Du siehst nicht so aus wie einer dieser Typen. Oh, wie gemeint sie ist. Einer. Einer dieser Typen? Deine Verzierung ist nett. Oder Garnitur, wie auch immer. Aber mit kurzen Nägeln wie diese... Achso, aber mit kurzen Nägeln wie deine, Kaede... nehme ich einen französischen... Was ist ein Slant? Ich guck mal. Stimmt, ich habe den Übersetzer ja gar nicht offen. Mann! Ja, jetzt habe ich voll vergessen. Auch. Geneigt. Achso, französische Neigung. Ja. Wo... Hä? Woher weiß der, dass die Nägel französisch aussehen? Das ergibt keinen Sinn. Oder schräg. Geneigt oder schräg. Jetzt ergibt sogar noch weniger Sinn. Ich glaube, irgendwas mit Rantaros Kopf ist schräg. Weil ich ihn das Genick verdrehe. Französische Schräge? Ist das irgendwie so eine Art Kochzeugs? Die haben gerade über Nägel geredet. Wie kommst du jetzt auf Kochen? Ich verstehe Kaeden manchmal nicht. Nein, es ist eine Art Design. Es geht schneller, wenn ich es dir zeige. Darf ich? Das würdest du von mir tun, dann ja gerne. Alles klar. Nein! Welche Taste war's? Ich hab fast Automatik. Die war's. Zu Mugi da im Hintergrund. Der rechts wird total ausgeblendet. Ja, ich muss jetzt aber eben nochmal gucken, wie das nochmal übersetzt ging. Ich hab's schon übersetzt im Kopf. Aber leider bist du Kaede. Wenn gleich ich bitte sagte, hatte Rentaro wirklich meine Hand gehalten? Irgendwie so ähnlich. Oh, ja. Sollte das sein. Sprachausgabe wieder, yay. Boah, schön einfach. Du musst einfach nur stillhalten, richtig? Okay. Ja, so hat sie es auch gerade gesagt. Ah, die Musik. Ich muss nochmal den Übersetzer nehmen. Ja, genieß mal die Musik. Ich google nochmal eben. Warum sie so errötet? Also.
Wieso werde ich rot? Wenn ich nichts übersetzen muss, weiß ich sofort alles. Aber wenn ich übersetzen muss, bin ich die größte Krücke. Kaedes Mund irgendwie wie so ein Kätzchen, so. Den Smiley nutze ich auch ganz oft. Wie cute sie ist. Ich könnte jetzt am liebsten dieses Let's Play, es dauert noch 3 Stunden. Wir werden jetzt 3 Stunden nur diesen Screen hier sehen. Tut mir leid, Leute, kommt noch 3 Stunden wieder. Rantaro, das kitzelt. Es ist in Ordnung, ich bin fast fertig. Bitte schnell! Arschlöcher, ich hasse euch. Fertig, die Idee ist... So, du lackierst deine Nägel mit 2 verschiedenen Farben diagonal, so ungefähr. Oh, das ist super süß. Das ist auch super süß. Meine Nägel sehen richtig gut aus mit diesen 2 Farben. So, ich hätte vielleicht noch sagen sollen, wie ich überhaupt dieses Event hier bekommen habe. Nämlich, es gibt ja diese Mono-Machine und da bekommt man Geschenke raus. Kann ich das jetzt öffnen, das Menü? Nee, kann ich nicht, schade. Und eines dieser Geschenke, die man alle durch Zufall bekommen kann, ist ein Nagelset. Man muss also mit Tsumugi reden, aber erst nachdem Shuichi und Kaede in der Bibliothek waren. Und danach spricht Tsumugi so einen Text von wegen, ja, meine Nägel sind ein Graus, was ist mit deinen, Kaede? Ach, ich habe mir noch nie Nägel gemacht und so weiter. Und dann kann man, wenn Tsumugi fragt, ja, willst du mitkommen, dass ich dir Nägel mache heute irgendwann? Da muss man ja antworten und dann startet automatisch dieses Event hier. Also beim nächsten Daily Life, nicht Daily Life, bei der nächsten Free Time. Nur mal, damit die Leute wissen. Ja, sie diagonal anzumalen, macht sie, also lässt sie länger aussehen und hübscher. Achso, jetzt gerade habe ich nichts bei mir, aber ein Rinnstein würde perfekt aussehen. Was ist ein Rinnstein? Schleifstein? Nee. Keine Ahnung. Schleifstein, genau, die Nägel schleifen. Also wie bei einer Schwertklinge. Schwertklinge hier. Achso, wahrscheinlich hier mit den Messern. Aber das ergibt keinen Sinn. Willst du Kaedes Nägel in Waffen umformeln? Umformen! In Waffeln umformeln habe ich. Ja, genau. Kaede hat Waffel als Hände. Ach so, ja, ich bin dran. Ich mach's dir eben Pause. Müssen wir dann aber auch rausschneiden. Ich bin gerade was am Schreiben, damit du weißt, worum es geht. Warte, wo ist denn das? Ich glaube nicht, dass das Event hier noch lange dauert. Dann können wir danach, nach diesem Event, kurz einen Schnitt machen. Besser wäre jetzt schon, weil... Habe ich dir gerade geschrieben. Gut, dann mache ich mal einen kurzen Schnitt. So, weiter geht's. Es ist ein Glasstein. Ja. Ja. Ja, die Pause ging nicht sonderlich lang, aber das konnte ich ja im Voraus nicht wissen, deswegen habe ich jetzt eine separate Aufnahme gemacht. Also. Macht nichts, ich wollte dir sowieso noch was zeigen nach diesem Event hier. Ja, sie sind falsche Gemstones, Edelsteine für die Nägel. Ja. Du bist richtig gut darin, Rantaro. Ach so, jetzt weiß ich, was er meint. Ah, okay, okay. Diese kleinen Funkelsteine da. Ja.
So. Vielleicht bist du ja der ultimative Nageldesigner. Oh. Oder Nagel. Also ich weiß ja schon, was er ist. Und ganz im Ernst, Nageldesigner wäre besser. Na, das ist nichts Spezielles. Selbst Wolf kann das. Ich nutze das die ganze Zeit. Okay. Ja. Ich lasse das mal unkommentiert. Für deine Freundin vielleicht? Habe ich denn nicht schon gesagt? Es ist nicht dafür. Nur für die Familie. Nichts Romantisches. Aber wie auch immer, Tsumugi starrt schon die ganze Zeit Dolche auf uns. Habe ich irgendwas gemacht? Rest in Peace, sagt sie. Mhm. Ach so, ja, jetzt oh muss ich am Gott, Leben, sonst bist du ja nur am Leben. Moment, Tsumugi bin ich. Stimmt ja. Ja, weil ich habe gerade den Kopf gelesen und habe mir schon gedacht, oh je. Was für ein ja, Show-Off. Show-Off ist, glaube ich, so eine Art Demonstration. Verdammter Normalo. Mach einen Backflip in eine Landmine und explodiere. Nachdem ich eine großartige Zeit dank Tsumugi und Rantaro hatte, ging ich nun zurück in mein Zimmer. So großartig, dass der eine einen Backflip in der Mine machen soll. Ist noch harmlos. Ja, ein bisschen asynchron ist es, ich weiß, aber das ist egal, weil ich will dir jetzt die Artworks zeigen. Ich glaube, es waren die Artworks. Toll. Die interessieren mich alle nicht. Schön und gut, aber mich interessiert nur eine, die hier. Yay. Damit du auch mal was siehst. Ja. Da habe ich erst gedacht, die Haare werden eine Halsverlängerung. Mega langer Hals. Und da sieht man die Noten auf ihrem Rock. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendeine Melodie ist. Oh, der stylischste Rock, den ich jemals gesehen habe, ganz im Ernst. Wäre ich eine Frau, ich würde so abgehen auf den. Oh, Mio. Sieht an sich ja ganz süß aus, nur ihr Charakter ist. Naja. Und wo zum Kuckuck soll die Maus sein? Ich verstehe es nicht. Irgendwo an ihrem Körper hat sie eine Maus. Ich weiß nur nicht wo. Du weißt das auch nicht, oder? Oh, verpisst euch. Charaktere, war's da? Es gibt ja auch tausend Sachen, die ich entdecken kann. Oder tausend Sachen, die ich dir zeigen will. Das Bild sieht sehr seltsam aus, weil Kaede irgendwie nicht ins Bild passt. Als ob sie im Nachhinein draufgeklatscht wurde. Ja. Natürlich habe ich nur die Dinger mit Kaede freigekauft, ist klar. Feindes Lieblingsfrau und meine Lieblingsfrau. Ja. Naja, das Einzige, was mich an diesem Bild stört, ist... Naja, Kaedes Rock. Als ob sie nichts drunter an hätte, du verstehst. Bla 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 bla. Mich interessiert nur eine. Die hier, ja. Guck, wie geil. Oh ja. Das Kleid gefällt mir. Hier die frühen Artworks der Figuren. Die interessieren mich alle nicht. Mich interessiert nur eine Person.
Weg, 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 weg. Ah! Kaede mit dunklen Haaren. Und Stiefeln. Oh. Dann Kaede mit einer anderen Frisur. Und Stiefeln. Und die Original-Kaede. Also zwischen der Original-Kaede und dieser hier ändert sich nur die Haarfarbe und die Stiefel. Weil statt den Stiefeln hat sie Schuhe und statt braune Haare hat sie blonde Haare. Also sonderlich viel geändert wurde nicht. Haben wir noch alle Figuren zu Mugi und lalalalalala. Guck, wie sie einen mit den Haaren erstechen will. Stell dir vor, es ist eine Lanze. Ah, ich spieß dich auf. Oder Shuichi hier ebenfalls. Ich spieß auch auf. Oder du. Ich spieß auch auf. Ah, bla 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 bla. Da waren noch ein paar Dinger, die ich dir zeigen will. Ich muss sie nur finden. Da, 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 da. Yay. Überhaupt nicht. Schön im Kimono. Alle im Kimono. Maki. Dieser Mund. Ich liebe ihn. Kaede macht auch so einen Mund. So ein Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach nur so ein So. Ah, nee, Moment. Nein. Ah, ich depp. Ach, scheiß doch drauf. Genau. Achso, stimmt ja. Yes. Load. So, ich musste nämlich hierfür einen extra Speicherstand machen, weil ich das ganze Spiel nochmal machen musste, logischerweise. Und jetzt nehme ich diesen hier. Ich hoffe, es ist der da. Warum? Warum ändert der das immer? Ich habe einmal diesen Sound hier ausgemacht, weil ich mir Musik angehört habe. Und der ändert es irgendwie immer. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist so asynchron. Ah, genau das interessiert mich. Und wo ist es, wo ist es, wo ist es? Das da interessiert mich. Ah, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das da gibt es zum Schluss als Schmankerl. Weil du kannst dir ja vorstellen, was das ist, nicht wahr? Weil das da habe ich mit dir schon gemacht. So, aber gleich im nächsten Part. Weil ich mache hier jetzt erstmal einen Schnitt, damit ich das später zusammenschneiden kann. Das war Dank an Ronpa V3 Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Tschüss.